zwei Kinder in Deutschland erzogen. Gratulation, dann gibt es eine Rente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich kann nur sagen, Daumen hoch. In unserem Fall bekommt unsere Mandantin, die Beratung bei uns gesucht hat, in der Tat, weil sie zwei Kinder in Deutschland geboren und erzogen hat, eine Altersrente, und zwar die Regelaltersrente. Ich bin deutsche Staatsbürgerin und lebte Mitte 1977 bis 1990 in Deutschland mit dauerhafter Aufenthaltsbewilligung. Und ich habe 1978 und 1980 in Deutschland jeweils ein Kind geboren. Ich selber habe in Deutschland nie gearbeitet und ich bin dann 1990 in die Türkei und habe mich dann da auch um meine Familie gekümmert und nur kleine Jobs gehabt. Und ich bekomme jetzt eine kleine türkische Rente ausgezahlt. Kann ich in Deutschland einen Anspruch auf eine Altersrente haben, weil ich ja die beiden Kinder geboren habe? Ganz einfach und simpel, ja, den Anspruch haben Sie. Da Sie in Deutschland zwei Kinder vor 1952 geboren und erzogen haben, haben Sie Anspruch auf eine Regelaltersrente. Denn Sie haben mit beiden Kindern die Wartezeit von 5 Jahren, also sprich 60 Kalendermonate, erfüllt. Für beide Kinder erhalten Sie jeweils 30 Kalendermonate, Kindererziehungszeiten gutgeschrieben auf Ihr Rentenkonto. Entscheidend ist aber nicht nur die Frage, ob Sie Kinder geboren und erzogen haben, sondern die Frage auch, ob Sie einen sogenannten dauerhaften legalen Wohnsitz in Deutschland hatten. Und nach Ihren Sachverhaltsangaben war es ja so, dass Sie eine dauerhafte Aufenthaltsbewilligung hatten. Das heißt also, nach dem § 30 SGB I haben Sie dann einen dauerhaften Wohnsitz ab 1977 in Deutschland gehabt, und weil Sie sich hier legal mit einem sogenannten zukunftsoffenen Aufenthaltstitel hier aufgehalten haben, und deshalb steht Ihnen auch in der Tat über die Geburt und Erziehung Ihrer Kinder diese Regelaltersrente in Deutschland zu. Aber das gilt nur dann, wenn man wirklich einen sogenannten zukunftsoffenen Aufenthaltstitel in der BRD oder in der damaligen alten BRD hatte. Gratulation, Sie haben einen Anspruch auf eine Regelaltersrente, die im Jahr 2021 monatlich brutto bei 170 Euro rund liegen dürfte. Also Sie bekommen für 5 Entgeltpunkte Kindererziehungszeiten, das ergibt dann die 170,95 € monatliche Bruttorente. Näheres zum Thema Kindererziehungszeiten und Wohnsitz in Deutschland finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.